Music Talk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Music Talk. Und heute ist wieder die Zeit, wo die Hater aus ihren Höhlen kriechen, sich die Finger wetzen und ready sind, Kommentare abzulassen. Denn heute geht es wieder um das Lieblingsthema meiner Zuschauer, Mac oder PC. Was ist denn da besser für Audio? Und eingeladen habe ich mir eine illustre Runde, und zwar zwei PC-Bastler. Hallo und herzlich willkommen. Mit dabei unter anderem der Benjamin. Benjamin, du bist der Auslöser hierfür. Was hast du angerichtet? Na, es ist ja, ich sag mal, nicht alle Jahre, aber alle 3-4 Jahre ist es so als PC-User doch immer die Zeit, wo man sagt, jetzt könnte ich mal wieder mein PC ausentkernen. Sozusagen das, was jetzt auch in der Politik gerade gefragt wird. Ja, neue Wärmedämmung rein, Wärmepumpe. Bei mir hieß es erstmal Motherboard raus, neuer Prozessor, neuer Arbeitsspeicher. Alle Festplatten sind drin geblieben, Netzteil ist drin geblieben, aber alles schneller, alles besser und vor allem, liebe Apple-Jünger, günstig. Also wir reden jetzt hier von ungefähr 1600 Euro. Das ist zwar immer noch viel, aber für das, was ich dann mir da reingepackt habe, ist das eigentlich ein absolutes Schnäppchen. Sehr gut. Und dann haben wir noch einen anderen Bastler hier. Hi Thorsten, schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja, moin, danke, dass ich dabei sein darf. Hi. Ja, du hast PC ja ein bisschen Bastler der ersten Runde und genau, PC. Ja, du erinnerst gut. Dich auch noch an die guten alten Zeiten, wo man diverse Einstellungen im Betriebssystem machen muss, damit es nicht knirscht und knattert und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich als Macintosh-User immer gelächelt. Wir gesagt haben, bei uns geht immer alles, was natürlich total gelogen ist. Es ist ja auch tatsächlich so, liebe Zuschauer da draußen, dass wir darauf warten, dass der Robot nicht nur mal darüber nachdenkt, wie viel Energie verschwendet wird durch nicht sanierte Häuser und falsche Heizungen, sondern wir wollen auch mal darüber reden, ob man für ein Audio-PC nicht mittlerweile auch ein bisschen runterfahren muss und naja, kleiner Scherz beiseite. Jetzt mal zu dir, Benjamin. Ist schon richtig. Das ist schon richtig, weil der Prozessor, den ich jetzt hole oder mir geholt habe, der Intel i13-900K, ist die aktuelle Speerspitze, beziehungsweise die aktuelle Speerspitze ist der KS. Das ist die aufgebohrte Version vom K. Ist tatsächlich ein absoluter Leistungsfresser. Also Spitzenwattleistung sind 300 Watt und dafür kann so ein M1, glaube ich, ein ganzes Jahr betrieben werden. Also der ist schon ganz schön leistungshungrig. Das wird ja auch von Apple-Jüngern, dem Intel-Konzern, vorgeworfen, dass sie es nicht schaffen, Prozessoren wirklich mit geringer Leistungs- oder mit guter Leistungseffizienz zu entwickeln. Ist mir jetzt aber in dem Fall egal, weil der Prozessor ist ja auch so gebaut, dass er nur dann so viel zieht, wenn er auch so viel braucht. Und das ist wirklich nicht so oft. Okay, da haben wir ja schon einen Punkt für den Mac. Denn der Mac-Prozessor ist ja tatsächlich, und das ist unbestritten, für die Leistung, die er bringt, sehr stromsparend. Also der wird ja deswegen ja auch nicht warm. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein MacBook Air für Musik. Ich hatte vorher ein i5 MacBook Pro und das konnte ich einfach nie einsetzen, weil es nach kürzester Zeit den Lüfter angeschmissen hat. Und das findet jetzt bei dem M1 überhaupt nicht mehr statt. Halt. Ja. Der hat gar keinen Lüfter. Und man muss natürlich bei der Apple-Folklore, die bei den Fanboys natürlich auch immer auf gut gesättigten Boden trifft, immer darauf achten, dass man am Ende des Tages, so wie bei Tesla auch, wenn man dann wirkliche Tests macht, dann sind diese Angaben dann auch nicht mehr so. Also wenn man einen Apple-Jünger fragt, der würde sagen, die Prozessoren sind in allen Belangen besser, als das ist meilenweit fortgeschritten als das, was Intel macht.
Wenn man sich die Benchmarks anguckt, ist der 13.900K, da kann jeder mal googeln, auf dem Stand, glaube ich, eines M1 Ultras. Also die Renderleistung, natürlich alles mit höherem Energieverbrauch, muss ich gestehen, aber was Renderleistung betrifft, Multiprozessor-Geschichten, hohe Rendering-Fähigkeiten, ist der 13.900K in ganz vielen Bereichen spitze und im Gaming sowieso ist das natürlich dann nochmal eine andere Geschichte, aber über die brauchen wir heute nicht reden. Stimmt. Oder Thorsten? Ja, das ist genau der Punkt, ne, dass du natürlich mit dem PC dementsprechend auch frei bist, sämtliche andere Einsatzgebiete irgendwie zu erforschen und zu sagen, okay, ich hau mir jetzt auch einfach eine dicke Grafikkarte rein und spiele mit dem Ding oder mach was weiß ich, was heutzutage ja auch üblich ist, dass Leute streamen von zu Hause aus, wofür ja auch Audio gebraucht wird und auch gutes Audio in der Regel. Und also Audio-PC heißt ja heutzutage nicht immer nur noch Recording und Musik machen, sondern Audio-Anwendungen in jederlei Hinsicht. Und okay. Da ist natürlich mein PC Wir erinnern uns auch alle an die Zeit, wo man gesagt hat, mit dem Audiorechner darf man auf gar keinen Fall ins Internet gehen. Wenn ich das mache, aber jetzt, könnte ich meinen Job zumachen hier. Also die Score ist im Moment 1:1. Der Mac verbraucht weniger Strom. Ja. Aber der Mac ist fürs Spielen eigentlich immer noch, da hat sich nichts getan, untauglich, weil es immer noch keine Battlefield-Version gibt für den Mac. Bevor wir jetzt allerdings uns das erste Video von Benny angucken, denn er hat den Umbau seines neuen Audio-PCs für uns dokumentiert, mache ich ein wenig Werbung und zwar für den Hofer Song Contest 2023 Dein Song gewinnt. Das ist eine regelmäßige Veranstaltung von Hofer und preismäßig, guckt mal, was es da alles gibt, von Steinberg, von Arturia, Sennheiser und so weiter, Avid, Teufel, ganz viele Sponsoren, die hier Preise zur Verfügung stellen. Und ihr könnt jetzt euren Song hochladen. Der Contest ist öffentlich, also Fans und Musikliebhaber können reinhören und dann auch voten. Und der beste Song gewinnt, oder sagen wir mal, insgesamt gewinnen die gewinnen Preise? Nein, kann man Preise im Wert von über 25.000 Euro in diesem Contest gewinnen. Und das Ganze ist gestartet, endet an meinem Geburtstag und dann wird ab 7. August die Jury voten und das öffentliche Voting endet am 24. August und am 31. August wisst ihr, ob ihr etwas gewonnen habt. Vielen Dank an Hofer für die Unterstützung unseres Talks und dann legen wir mal gleich los und wird uns Benny erklären, was er denn da jetzt gemacht hat. Genau, also ich habe einen Intel i9900K, das war zu der Zeit, als ich den gekauft habe, mehr oder weniger auch die Speerspitze, ein 8-Kerner. Und mittlerweile gibt es ja neue Generationen, dann gab es den 10.900K, den 11.900K, ich glaube auch den 12.000 und dann wurden dementsprechend die alten Top-Prozessoren wurden dann immer als i7 oder i5 rausgebracht. Also i9 ist immer die höchste Sparte bei den Consumer-Prozessoren. Es gibt ja auch noch Xeon-Prozessoren, das sind aber dann die Server-Prozessoren. Es gibt Firmen, die auch damit für Musikanwendungen arbeiten, aber das ist ein spezielles Thema. Und ich habe dann gesagt, okay, top of the range. Der Prozessor kostet, glaube ich, aktuell um die 650 Euro. Was schon echt, ja, da kann man ja schon zu Saturn gehen und sich einen Laptop kaufen für den Preis. Und dann brauchte ich natürlich dafür mein Motherboard, hat den nicht aufgenommen, klar. Das war auch noch DDR4. Mittlerweile gibt es für den Arbeitsspeicher DDR5. Und dann habe ich gleich auch ein DDR5 Arbeitsspeicher dazu gekauft, Motherboard von Gigabyte, ein Ultra Durable, ein ziemliches Einstiegsset, aber mit dem neuesten Chipsatz, das war mir jetzt auch recht wichtig, also ist aktuell Z790 und dann brauchte ich den Prozessorkühler, konnte ich noch weiterverwenden, meine einfache Grafikkarte,
einfach eine GeForce 1030, also das einfachste, passiv gekühlt. Ich brauche ja nur mein Bildschirm damit betreiben. Und alle meine SSDs habe ich behalten. Ich habe mir aber noch eine Samsung 2 Terabyte Systemplatte, eine 980 Pro, eine der schnellsten Lese- und Schreibeplatten. Ich glaube, 990 gibt es jetzt auch schon, aber das war dann auch nochmal so um die 220 Euro, wo quasi System drauf ist. Also ich habe wirklich kein Nadelöhr. Und zum Arbeitsspeicher, da kommen wir später drauf, diese DDR5 Module, die haben mittlerweile Megahertz-Zahlen. Da haben wir früher von geträumt. Wir hatten ja früher 1300 Megahertz-Riegel. Mittlerweile gehen die bis 7800 Megahertz. Krass. Aber da, auf diesem Weg dahin, ich habe mir natürlich alles angeguckt. Kompatibilitätslisten des Motherboard-Herstellers. Und trotzdem gibt es den einen oder anderen Fallstrick. Aber ich würde sagen, wir gucken mal bei diesen kleinen Videos mal rein. Und dann können wir ja mal Schritt für Schritt drüber reden. Okay, was ich machen musste, war einfach nur den PIN erneut bestätigen über mein Microsoft-Konto. Ansonsten, okay, das ist, glaube ich, das ist aber das falsche Video, ne? Richtig, das ist das allerletzte Video. Da gab es nämlich noch einen kleinen Fehler. Also ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich gar nicht so trivial. Also man kann natürlich im Grunde fast alles kombinieren, aber auf diesem Weg können einem immer Sachen passieren. Und es sind einige Sachen passiert, die ich nicht vorhergesehen hatte. Und vielleicht hast du jetzt das richtige erste Video am Start. Da geht es darum, wie schnell mein alter Prozessor einen meiner größten Songs rendern würde. Boah, der größte Hit. Mal gucken wir mal. Mats ab. So, Performance-Test. Alte PC i9900K. Wir haben hier eine Auslastung von fast 90%. Und ich render das Ganze mal, um zu gucken, was dann am Ende dabei rauskommt an Renderzeit. Es geht los. Es geht hoch auf. 5 Minuten 15. Ja, er pendelt sich so ein bisschen ein. Irgendwie so um die 5 Minuten. Das gleiche werden wir dann mit dem neu aufgesetzten Rechner, mit neuer CPU, neuem Arbeitsspeicher und so weiter nochmal probieren. Sag mal, Thorsten, hast du jemals so Vergleiche dann gemacht, wenn du umgebaut hast? Oder hast du einfach umgebaut und hast gesagt, hier ist besser? Ja, bei mir waren die Sprünge doch immer relativ groß, muss ich sagen. Und ich habe auch schon lange keinen Hardware-Sprung mehr gemacht auf die neueste Generation und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich laufe komplett, also insofern sind wir dann doch aus drei unterschiedlichen Lagern, weil ich meinen Rechner komplett auf AMD betreibe und nicht auf Intel. Und sehr gut. Haben wir doch alle drei Großen hier. Die Gräben ziehen sich immer tiefer. Die Gräben ziehen sich durch. Ein Dreikampf sozusagen. NATO, ne? Und Russland. Aber ich muss, ja, genau. Aber ich muss auch sagen, dass ich meinen Rechner oder meine Audioanwendungen, die beschränken sich ja hauptsächlich auch aufs Aufnehmen von Audio und jetzt weniger auf virtuelle Instrumente und ich benutze den eigentlich mehr wie eine Bandmaschine. Im Proberaum nehme ich mein Schlagzeug auf, entsprechend mit diversen Mikrofonen. Das Wichtigste daran ist einfach, dass man eine schnelle SSD drin hat und die Geräte anschließen kann, die man so betreibt. Und die riesengroße Prozessorleistung habe ich bis jetzt nie wirklich gebraucht. Also insofern besteht da auch gerade nicht so wirklich der Druck, jetzt ein Upgrade zu machen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, so, ne, du hast ein Projekt, das läuft, da läuft es schon auf 90%. Da bist du natürlich im kritischen Bereich und dann muss dann du hast da total recht und das will ich auch nochmal dazu sagen. Also im Grunde kann jeder Laptop aus dem Mediamarkt ist ja deutlich schneller als das, was wir früher hatten. Also da, wo man früher gesagt hat, du brauchst den mega krassen Rechner. Das heißt, den kann man alles ruckelfrei aufnehmen, produzieren. Bei mir geht es eher darum, ich benutze den jeden Tag. Ich rendere bestimmt 10-mal jeden Tag, 15-mal. Wenn ich jetzt sage, es sind jedes Mal 3 Minuten länger, wenn ich das auf eine Woche hochrechne oder auf ein Jahr,
Oder ich habe Stabilitätsprobleme, weil bei 90% Auslastung, Don Eric hat das ja auch mal berichtet, fängt das Projekt an, Probleme zu machen, Bugs fangen an, weil einfach der am Limit arbeitet. Für mich sind diese 1500 Euro aufs Jahr gerechnet, ist es eine Zeitersparnis und auch eine Stressfreiheit, weil ich kann einfach immer, wie ich möchte, ohne System Plugins reinschieben, 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 reinschieben und habe einfach nicht das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt was freezen, ich muss jetzt mal gucken. Darum geht's jetzt mir. Also das ist jetzt nicht so ein Fetisch, ich muss jetzt das Beste haben, sondern ein bisschen natürlich auch, es macht natürlich auch Spaß, aber es ist für mich ein kleiner Sprung, weil der alte Rechner war ja schon schnell. Aber es ist ein Sprung. Dazu kommt natürlich auch, dass PC-Basteln absolut Spaß macht, ne? Und sich ein neues System zu konfigurieren, ist natürlich auch immer so eine Reise, auf die man sich sehr bewusst begibt. Und ich kann das total nachvollziehen. Es macht total Lust. Und ich merke jetzt gerade schon, während wir darüber sprechen, ich habe eigentlich schon wieder Bock, die Kiste aufzuschrauben und mal wieder was zu machen. Also Lust und Frust, weil normalerweise mache ich das immer vor Weihnachten, weil dann projektmäßig eigentlich alles brach liegt. Das ging bei mir nicht aus zeitlichen Gründen. Und ich habe das jetzt halt in einer Zeit gemacht, wo ich aber auch mitten noch in größeren Projekten steckte. Also bei mir war auch ein gewisses Risiko da. Ich konnte jetzt quasi nicht, ich habe zwar noch meinen Laptop als Backup, aber ich konnte jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt 3-4 Wochen irgendwas still liegt, das hätte bei mir nicht funktioniert. Also ich musste das wirklich so in 3-4 Tagen wirklich an den Start bringen. Und das habe ich zum Glück auch geschafft. Aber es waren einige Stellen, wo ich gedacht habe, oha, jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Das sehen wir jetzt bei den nächsten Videos. So Leute, es ist soweit. Das alte System muss jetzt dran glauben. Wir haben hier den IE9900K verbaut gehabt, ein Aorus Motherboard von Gigabyte. Wir hatten 32 GB DDR VRAM, ein Noctua Luftkühler, ein Seasonic Netzteil, das bleibt auch drin. Das hat, wie viel Watt? 620. Gut, das checke ich nochmal. Das ist auf jeden Fall, hält schon sehr lange durch. Das CD-Laufwerk fliegt raus, dafür habe ich ein USB-Laufwerk noch. Die Grafikkarte bleibt drin, passiv gekühlt. Ich mache ja kein Gaming hier. Und SSD-mäßig wird es dann 2 geben, also NVMe. Hier ist nur eine, die Systemplatte mit 1 Terabyte. Da kommt dann eine 2 Terabyte rein und die wird dann die Datenplatte für Native Instruments und Co. Also haben wir ja schon auf jeden Fall mal einen Punkt, der mir jetzt auffällt als Mac-User ist, wie leicht der hier mit Terabyte agiert und SSDs, denn der gemeine Mac-User weiß, dass er kleines Geld wirklich nur bezahlt. Also ich habe 1040 oder so und hier auch für meinen Mac Mini habe ich, das ist ein 512, unter 1000, den gibt es jetzt schon für 800, aber da habe ich dann eine 512er Gigabyte SSD drin. Und wenn man dann sagt, ach, ich würde gerne 2 Terabyte oder 4 Terabyte, na, da wird dem einen oder anderen dann beim Gucken in die Preisliste eher übel werden, weil das macht dann keinen Spaß mehr. Also wer mit einem das kleinen System auskommt, was Speicher angeht, ist sogar günstiger bei der gleichen Leistung wie ein PC, würde ich jetzt mal so ganz schnell behaupten. Aber das funktioniert nur für die kleinen Versionen. Und da sind in den kleinen Macs, also in den kleinen SSDs meine ich, also ich glaube ab der 1 Terabyte erst, ist die auch maximal schnell und die kleineren konfigurierten? Ich sag mal ganz polemisch, die SSD-Aufrüstung beim Mac ist die Druckerpatrone des Computer-Users. Also man kriegt den Rechner relativ günstig, aber da 20 Milliliter Tinte kosten dann 38 Euro bei HP. So ist es. Also da ist wirklich, da hängen die Apple-Jünger am Tropf, ne? Also da setzt Apple die fetten Umsätze und da wird Blut abgesaugt beim Jünger, der sich hergibt und den neuen, ja komm, ich habe zum Spaß einfach mal geguckt, was kostet denn so ein Mac Studio, weil ich tatsächlich auch jetzt mit dem M1, ich muss sagen, Apple wird für mich immer interessanter. Ja.
habe ich da mal so rumkonfiguriert und auch mal ein paar SSDs reingebaut und komme dann auch schon so bei 4.000, 5.000 raus. So. Und da denke ich so, okay, das sind jetzt nicht mehr von dem Müll, nee, von der Käsereibe, die ein Kollege hat sich für 13.000 Euro eine Käsereibe konfiguriert. Der macht aber auch Video. Und da denke ich mir so, ey, für 13.000 kann man doch Zigarren kaufen. Ja, oder Schlipse, ne? Oder, genau, sorry, dass ich heute so, so gepflegt vertretermäßig aussehe. Das ist hier mein Familienfest-Outfit und natürlich auch Fabfilter-Vertreter-Outfit für Musotalk. Sehr gut. Wir können ja mal ganz kurz, wo wir jetzt schon mal beim Geld sind, da mal drauf gucken. Welcher von den Rechnern wäre jetzt überhaupt annähernd, also es muss schon der Ultra sein, sagst du, ne? Es muss, soweit ich weiß, ist es der Ultra. Man müsste, also ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. Also diese Benchmarks zwischen i9-13900K gegen M1, und da kann man so die Benchmarks sehen. Ich glaube, das ist der Ultra. M2 wird dann wieder ein neues Kapitel aufschlagen, denke ich mal. Ja. Genau. 64 GB Arbeitsspeicher habe ich aktuell auch. So, da brauchen wir mindestens 2 Terabyte, ne? Ja. Logic brauchen wir nicht. Nein. Das Kabel gibt's umsonst, oder? Das Kabel gibt's umsonst. Gibt sogar, geil, ekligerweise sogar einen SD-Karten-Slot hier. Das ist ja was ganz Neues. Das ist sicherlich immer so die Frage, wenn man am Ende des Tages so aufs Maximum gehen will, ne? Ja. Maximal ausgebaut. Das Maximum ist immer teuer. Dann ist der Mac einfach zu teuer. Ne? Das muss man einfach so sehen. Das muss man auch als Mac-User sehen. Ich komme jetzt mit dem Mac Mini mit 512 SSD aus, weil ich aber auch eher wie Thorsten aktuell fast ausschließlich Audio-Files bearbeite, aufnehme und spiele. Ja. Was? Wie? Ja, kommst du mit hin, klar. Du hast doch gerade den Kopf geschüttelt, was soll das denn? Nee, ich habe gesagt, du kommst ein mit dem einfachen, ein zustimmendes Kopfschütteln war das. Ah, ja, du kommst, ein italienisches zustimmendes Kopfschütteln. Ja. Sie. Habe dann aber jetzt festgestellt, also ich kann damit auch mit 96 Kilohertz hier mit dem Mac Mini gut klarkommen, was ich, aber als ich dann angefangen habe, ein paar virtuelle Instrumente rein zu tun, auch vor allem in meinem MacBook Air, was ich jetzt immer mobil nutze, da musste ich dann auf 48 Kilohertz runtergehen, weil das hat er dann, das ging dann ganz schnell nicht mehr, ne? Ja. Also 2-3 Spuren, so ein Urs Heckmann Plugin reingezogen und dann ist dann schon vorbei halt, ne? Und ein Kollege von mir, der Mac-User ist, erzählte mir, dass wohl die ARA-Schnittstelle mit Melodyne und so noch nicht wirklich am Start ist beim M1 und dass es noch mit Rosetta auch irgendwelche Probleme noch geben soll. Aber ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, ich nehme das nur mit großer Genugtuung entgegen, dass der Apple mittlerweile der Bastler-PC ist und der PC, aber das stimmt auch nicht. Ihr werdet ja in dem Video sehen, bei mir gab es ja auch genügend Stolpersteine. Also das kann können ich, wir eigentlich das nächste Video abspielen, oder? Also ich war total geschockt, wie kompatibel dieser M1 schon war. Also ich habe mit nicht angepasster Software ähnliche Ergebnisse bekommen wie auf meinem PC. Und das würde ich jetzt mal sagen, da sind wir durch mit dieser Anpassung. Also selbst Universal Audio hat es jetzt mal auf die Reihe gekriegt, einen Treiber und alles Mögliche fehlerfrei auf den M1 zu portieren. Und ich würde da sagen, nö, das war erstaunlich unkompliziert und mit wenig, vielleicht auch, weil ich eben jetzt gar nicht so viele Plugins nutze, wie gesagt, hauptsächlich Urs Heckmann, dann das Relab Reverb, dann benutze ich diesen uralten Metric Halo Channel Strip, der läuft ohne Probleme, der ist garantiert auch noch nicht angepasst, also das muss ich sagen, das hat Apple extrem gut hingekriegt halt. Wie sieht es denn eigentlich bei dem AMD-User aus? Der hat doch bestimmt auch immer Kompatibilitätsprobleme. Bis jetzt gar nichts. Also insofern, ich habe hier mein Interface, das ist angeschlossen. Ich habe im Proberaum mein Digitalpult, das läuft über tatsächlich noch über FireWire.
Und hab mir extra Ja. Musst du aber mal den jüngeren Zuschauern erklären, was das ist. Das war doch auch so eine grandiose Mac-Idee, oder? Ja, das war kam ja nicht ja, noch ja. von Apple, glaube ich. Ne? Und dann ja, das kam von das Lightning-Kabel, was jetzt auch nicht mehr so geil ist. Jetzt gehen sie auch alle zu USB-C. Liebe Apple. Ja. Also ja, wir müssen unbedingt auch auf das Problem mit den Löchern kommen, ne? Wo man was reinstecken kann oder eben nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Ne? Und wenn du dann so ein Firewire-Pult hast und musst das dann über einen PC betreiben, dann guckst du erstmal in die Röhre. Ne? Vor allem der große Vorteil am PC ist ja, schraub das Ding einfach auf, bau dir da eine Firewire-Karte rein und das Ding läuft. Ne? Und du kannst halt, oder auch eine SSD, so ich habe zu wenig Speicher, ja, kaufe ich mir günstig eine SSD, schmeiß die rein und fertig. Ne? Und das ist dann immer sehr schön. Das mit den Steckplätzen, das ist mir neulich aufgefallen, weil der Sänger von Tanzwut, wo wir gerade Dudelsäcke aufgenommen, der hat auch sein Mac Air mitgebracht. Und da sind ja, glaube ich, gar keine USB-A-Anschlüsse dran. Und der hat dann sein Steinberg-Interface, weil der Cubase-User ist, über so einen Apple-Hub angeschlossen. Und als ich das so gesehen habe, also so, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Informatiker, aber wenn ich dann so sehe, dass die Audiodaten ja erstmal durch so einen Hub geschleust werden und dann erst zum Interface gehen, da hat sich's bei mir so ein bisschen, da ging es mir kalt den Rücken runter. Das gab dann auch irgendwie ein bisschen Probleme und ja. Läuft das dann über Thunderbolt oder dieser Hub? Weißt du da was zu? Ja, das ist ein USB-C oder Thunderbolt 3 Port, USB-C, genau. Thunderbolt 3 Port. Ja. Und da muss ich leider dem Benjamin recht geben und auch schon wieder einen Punkt für den PC. Denn wer einen Laptop hat und hat zum Beispiel ein Arrow-Interface dran und so Kram, der wird relativ schnell feststellen, dass das gar nicht so 100% sauber läuft. Ich habe da manchmal ein bisschen zu wenig Strom drauf. Also diese ganze Mimik mit den nur USB-C-Anschlüssen ist beim Mac, beim Laptop voll für den Arsch. Und wird deswegen bin ich ganz froh, dass ich eben diesem Mac Mini ist das Problem nicht vorhanden. Da habe ich zwei Thunderbolt 3 Schnittstellen und zwei USB A und B. Und damit kann ich dann also wirklich alles mehr oder weniger gut anschließen und habe diese Probleme nicht, weil ich weiß nicht, da würde ich mal gerne die Zuschauenden da draußen fragen, habt ihr das auch manchmal, das Gefühl, dass der Mac ab irgendwann mal den USB, den Saft abkappt da hinten? Denn ich habe schon so Phänomene gehabt, dass auf einmal das USB-Interface nicht mehr erkannt wird, einfach weg ist, kein Strom. Da ist vielleicht irgendeine Art von Stromsparmechanik am Laufen, die das Ding deaktiviert. Aber ich habe mehr dazu noch nicht rausgefunden. Wollen wir jetzt schon mal zum nächsten Video gehen? Ja, unbedingt. Wir haben ja ein paar Videos da. Gibt's auf jeden Fall noch kurzes was zu reden. Kurzes Update, Leute. Schaut mal. So sieht der CPU-Kühler aus nach 3 Jahren intensiven Studiogebrauch. Das heißt, hier wird natürlich auch erstmal wieder abgesaugt, damit man vernünftig weiterarbeiten kann. Auch ein Riesenproblem bei Laptöppen, egal ob Mac oder PC. Es passiert wirklich oft, dass man denkt, oh Mann, warum wird denn der jetzt immer so schnell warm und heiß und so? Dann ist oft der Fall, dass die Lüfter und die Lüftungsschächte so verdreckt sind, dass sie einfach nicht mehr genug Luft rein und raus katapultieren können. Halt, ne? Staubsaugen regelmäßig ist absolut Pflicht. Sollte man definitiv machen. Ja, Staubsaugen im PC tatsächlich. Es gibt da so auch so Mini-Staubsauger und so, die man benutzen kann. Und Lüfter reinigen, ganz, ganz wichtig, regelmäßig. Ansonsten kriegt man da halt wirklich Probleme mit Geräuschen. Ne? Ich kann euch auch empfehlen, es gibt so im Baumarkt Zubehör oder bei den bekannten Online-Händlern so Druckluftspray. Und das
dann bleibt, ist der Staub natürlich wieder in der Wohnung, aber das ist echt ganz gut, weil da kann man wirklich so richtig mal das Ding durchblasen und dann ist wirklich alles weg, weil da kommt richtig Druck raus. Also das heißt, ich kann mir da richtig einen blasen lassen mit dem Ding, ja? FSK 18, ne? Du weißt ja. Aber so Leute, Richtung. Der CPU-Kühler ist jetzt entfernt. Hier ist der alte i9900K mit der Wärmeleitpaste. Auch hier ist noch die Wärmeleitpaste drauf. Die werde ich jetzt entfernen, weil ich den Kühler ja wieder verwenden möchte und die CPU weiterverkaufen. Ah, weiterverkaufen. Die kaputte, verbrannte CPU wird jetzt noch auf dem Gebrauchtmarkt. Hat schon zwei goldene Schallplatten, die CPU oder was? Die hat zwei goldene Schallplatten und Ressourcen müssen geschont werden. Silizium ist teuer und der Prozessor läuft gut. Und klar, warum soll der dann bei mir versauern als Andenken? Und dann kann man die natürlich weiterverkaufen, klar. Diese Nummer mit dem Rausreißen, Reinroppen von so einem von so einer CPU oder dem Kühler da drauf, da kann man doch die ein oder andere Katastrophe erleben, oder nicht? Man muss natürlich schon wissen, wie man es ungefähr macht. Normalerweise geht so eine CPU ja nur in einer Richtung in den Slot rein. Aber man muss dabei, also das ist schon ein kritischer Vorgang. Da muss man auf jeden Fall gut aufpassen, was man tut, weil man ganz, ganz schnell auf dem Motherboard halt auch mal eben schnell so einen Pin verbogen hat und dann guckt man ganz schnell in die Röhre und dann war es das ganz schnell. Also insofern, das ist so einer der Punkte, wo man auf jeden Fall aufpassen muss und vielleicht auch eine ruhige Hand, sich auf jeden Fall auch mal die Anleitung, die in der Regel ja immer mit dabei ist, auch durchlesen sollte. Das kann ich definitiv empfehlen. Ansonsten bin ich nicht so ein, wie sagt man, RTFM, Read the Fucking Manual, ne? Bin ich nicht so ein, keine Ahnung, muss man ja in den meisten Fällen nicht machen, aber in der Hinsicht kann ich das definitiv empfehlen. Auch sich zu überlegen, wie rummontiere ich dann einen Lüfter oder einen Kühlkörper und wie soll der Luftstrom in so einem Rechner aussehen nachher, damit der auch, damit die Warmluft effizient abgeführt wird. Und das sind alles so Sachen, die man da natürlich am besten beachten muss. Aber da kann ich einfach nur YouTube empfehlen. Es gibt zigtausende von Tutorials, die wirklich, wirklich gut sind und da auch helfen. Genau, auch dieses Auftragen der Wärmeleitpaste und welche Wärmeleitpasten, da gibt es ja Mittel. Ich habe mir dann auch irgendwie so ein Thermal Grizzly Kryonaut Hightech Zeug, was dann irgendwie 26 Euro kostet für 20 Milliliter. Da gibt es dann auch so Theorien. Soll man einen erbsengroßen Klecks in der Mitte machen? Und da gibt es ganze zweistündige YouTube-Videos, die das mit Glasplatten demonstrieren, wie sich dann die Wärmeleitpaste und ich habe mir dann extra eine Wärmeleitpaste mit einem Applikator und der Applikator ließ sich aber nicht raufschrauben, da war irgendwie ein Fehler. Und dann habe ich mir irgendwie geguckt, dass ich irgendwie einen alten die alte Plastikverpackung von den RAM-Riegeln dann als einen Spatel verwendet habe. Also da muss man tatsächlich aufpassen und ich kann einen großen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob ich das in den Videos sage. Macht das am besten wochentags und guckt, ob ihr in der Nähe auch noch einen Computerladen habt. Weil tatsächlich kann es sein, dass dir die Wärmeleitpaste ausgeht, weil du es zweimal rein und raus baust. Dass irgendeine Halterung nicht funktioniert, dass irgendein Clip oder irgendeine Schraube fehlt oder dein RAM nicht kompatibel ist. Und wenn du das auf einen Sonntag machst oder auf einer einsamen Insel und sagst, ich baue den schön zusammen und will dann zwei Wochen dort arbeiten und du hast da keinen direkten Händler vor Ort, bist du angeschmiert. Ne? Und oder wenn ich jetzt, wie Thorsten schon richtig sagt, wenn dir jetzt irgendwie ein Pin verbogen ist und dann, wenn ich das zurückschicke, selbst bei den großen Online-Distributoren, dauert das ja ein paar Tage und dann sitzt man, ohne dass der Rechner weitergeht, da. Und da fährt man dann lieber hin zum Händler vor Ort, zahlt ein bisschen mehr, hat dann aber sofort was in der Hand. Und wer glaubt, dass er dann einfach das mit den verbogenen Pins versaute Mainboard an den Hersteller oder an den Händler zurückschickt, der wird bemerken, dass die darauf gucken werden.
Weil das ist häufig so, dass irgendwelche Bastler ihre Mainboards kaputt machen und die dann einfach so mit 30 Tage Rückgabe zurückgeben wollen. Ne? Also das ist dann kaputt. Das funktioniert nicht. Die schicken euch das wieder zurück. Halt. Das wird nicht funktionieren. Man muss aber auch dazu so, sagen, Leute, das ist jetzt neu. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du das Video jetzt, was ich jetzt sagen wollte, man muss jetzt aber auch dazu sagen, es ist nicht so ein krasses Hexenwerk, wie man sich das immer denkt. Ne? Also es ist schon eine teure Komponente, so ein Prozessor und ein Mainboard mit Sicherheit auch. Aber wenn man da ein bisschen Vorsicht walten lässt, dann ist das locker machbar. Dann geht das, dann ist das fast wie Lego bauen im Prinzip. Ne? Das ist auch immer gekennzeichnet, wie rum muss das Ding rein. Du hast meistens so einen Pfeil an einer Ecke vom Prozessor und das ist alles immer gut gekennzeichnet. Also wer die Anleitung liest und ein bisschen Vorsicht walten lässt, das ist in der Regel nicht das große Problem. Okay. Am besten auch mit dem Kumpel zusammen das zu machen. Motherboard, ein Gigabyte Ultra Durable UD790AX mit Wireless, WLAN und so weiter. Ist jetzt mit Strom versorgt. Und verfügt über den Q-Flash-Modus. Das heißt, ich kann hier den neuesten BIOS für den Chipsatz, für das Motherboard einfach in einen dezidierten Slot stecken. Dann den Q-Flash-Button drücken und jetzt dauert es bis zu 10 Minuten. Und dann hat sich das Board selber auf den neuesten Stand gebracht, bevor ich überhaupt irgendetwas installiert habe. Keine CPU, keine Festplatte, nix. Okay, brauchst du dafür aber Internet, ne, oder? Ich habe vorher auf meinem Laptop auf dem Motherboard-Hersteller-Webseite geguckt, ob es einen aktuellen BIOS gibt. Und dieses BIOS-Update ist in einem laufenden System immer eine Gefahr. Davon wird immer abgeraten. Overclocker und Gamer machen das ziemlich häufig. Es gibt auch teurere Motherboards, die über zwei BIOS-Versionen verfügen, da kann man zum Beispiel einen Overclocking-Modus aktivieren und dann wieder den alten. Aber da das Board wird ja manufactured irgendwo in Taiwan und dann liegt das teilweise anderthalb Jahre oder ein Jahr irgendwo rum. Und dann gibt es mittlerweile neue RAM-Riegel zum Beispiel. Das weiß ich ja nicht, ob die jetzt neuer sind als das Motherboard. Und deswegen ist es wichtig, dass man quasi, bevor man anfängt, des Chipsatz des Motherboards auf den neuesten BIOS bringt. Und da haben diese Hersteller mittlerweile ganz elegante Lösungen, dass man es quasi im Vorfeld machen kann. Es gibt jetzt auch so Hersteller wie zum Beispiel Case King aus Berlin. Da kann man das Motherboard mit diesem schon gemachten BIOS-Update, das kostet, glaube ich, 25 Euro extra, kann man sich dann schon schicken lassen. Ah, okay. Das ist ja cool. Cool, gucken wir mal weiter. Ne? Das macht auch Sinn. Mhm. Kurzer Zwischenstand vom PC-Bau. Jetzt ist der Arbeitsspeicher installiert. Es handelt sich hierbei um Corsair 32 GB Sets 6400 MHz DDR5, davon vier Stück. Also wir haben 64 GB und für die Festplatte vertraue ich natürlich auf Samsung. Die 980 Pro als 2 Terabyte Platte. Extrem schnell im Lesen und Schreiben, was natürlich für die Platte, für die Cubase und auch C-Platte natürlich perfekt ist. Jetzt geht's an die Prozessorinstallation. Oh, jetzt wird's spannend. Klappt es oder klappt es nicht? Weiter nach der Werbung. Oh Mann. Ja, und genau, die RAM-Riegel, die haben wir dann noch als kleinen Spannungsaufbau, die sind nachher nicht drin geblieben, die haben für einige Probleme gesorgt, obwohl sie in der Kompatibilitätsliste des Motherboard-Herstellers sind. Du kannst eigentlich das nächste Video starten, weil es ist nicht viel Inhalt es gewesen. Es ist soweit, der Prozessor ist drin, kann nur in einer Art installiert werden, man merkt das ganz klar. Jetzt kommt die Klappe zu, dann schnellt der Deckel auf, automatisch. Wir schauen mal, ob das hier klappt. So, ja, das Deckel ist ja cool, sollte... Immer.
fast von alleine abspringen. Das tut er hier fast. Es ist soweit. Der Prozessor sitzt bombenfest. Es ist soweit. Ja. Das war tatsächlich ein bisschen wackelig am Anfang, da mit dem Hebel, wenn man dann filmt und gleichzeitig, das war vielleicht ein bisschen kritisch, aber hat geklappt. Du hast alles gegeben für das Video, ich weiß. Selbst der die CPU 650 hätte sterben können. Euro, 650 Euro CPU habe ich für euch riskiert. Riskiert. Wollen wir gleich mal nächste gucken? Ja. Liebe Freunde, Zwischenstand. Motherboard ist im Gehäuse. Stromversorgung ist überall angeschlossen. Systemlüfter sind angeschlossen. CPU-Lüfter ist angeschlossen. Hauptfestplatte ist installiert. Front-USB, Reset, Power-Schalter, alles ist angeschlossen. Jetzt werde ich mal eine einfache Maus und eine einfache Tastatur anschließen. HDMI und gucken, was das BIOS mir sagt. Liebe Freunde, genau, da wollte ich einfach, bevor ich, ich habe es nämlich so gemacht, die alte C-Platte, die 1-Terabyte-Platte, hatte noch komplett Betriebssystem drauf. Ich habe nicht Format C gemacht mit dem alten Rechner. Und ich wollte einfach, dass wenn ich Windows installiere, ich nur eine einzige Platte im Rechner habe. Ja, weil manchmal wird dann nur angezeigt, da steht jetzt Samsung, soll ich es da installieren oder da? Oder er sieht, es gibt schon ein Betriebssystem, dass er das quasi dann hochfährt. Deswegen habe ich nur die nackte, leere, neue Samsung als Hauptplatte reingebaut, damit ich erstmal frisch Windows installiere und im Nachgang dann nochmal ausmachen und dann die Festplatten, die werden ja dann im Nachgang erkannt. Okay, wie sieht denn das aus, Thorsten? Ich auf dem Mac bin da ganz super versorgt. Ich mache mit Datei Machine ein Backup, kaufe mir einen neuen Mac, schieb das Backup ein, mach die USB-Platte dran und dann sage ich, ich möchte gerne alles wieder so wie vorher und dann ist das so. Das war ja bei Windows früher nicht möglich. Nee, das ist richtig, aber das geht mittlerweile eigentlich auch. Also es ist halt, heißt nicht Time Machine, aber du kannst im Prinzip ein Systemabbild von deinem alten System erstellen oder du kannst rein theoretisch auch die alte Festplatte einfach drin lassen und das damit booten. Der zieht sich normalerweise automatisch die richtigen Treiber für die neue Hardware. Was halt sein kann, dass du, wenn du ein neues Mainboard einbaust, dass du die Lizenz von dem Windows neu aktivieren musst, weil die Lizenz von den aktuellen Windows-Versionen meistens an die Hardware gebunden sind, also sprich ans Mainboard. Und wenn du das austauschst, dann erkennst du natürlich nicht, oh, bin ich jetzt noch ein legales Windows und so weiter, dann kann das durchaus sein, dass du in deinem Microsoft-Account da dementsprechend noch ein bisschen einmal einstellen musst, aber das ist in der Regel kein Problem. Also, das heißt also, ich kann tatsächlich... Nicht eins, was ich so in den letzten Jahren noch erlebt habe. Weil das kann genau, ich mich da erinnern, dass das früher unter Windows ein Riesenproblem war. Alles wieder rüber. Also eigentlich war immer eine komplette Neuinstallation angesagt. Und dann müssen wir ja irgendwann noch zu dem Thema Kopierschutz kommen. Ja. Kurzen kleinen Tipp an der Stelle. Windows gibt es ja in sehr vielen unterschiedlichen Darreichungsformen. Von 10 Euro auf eBay bis, ich glaube, 130 Euro ist das offizielle Windows. Und da muss man ein bisschen drauf achten. Es gibt so Volumenlizenzen, die funktionieren auch. Ohne Serviceanspruch manchmal und wo man sehr aufpassen muss, das, was Thorsten sagte, sind diese OEM-Lizenzen, die sind nämlich nur auf eine Hardware zugelassen. Wenn du dieses Windows nämlich kaufst oder hast, angenommen, du hast dir einen Rechner konfigurierten geholt und da ist dann Windows vorinstalliert und das ist halt mit der Hardware quasi vereint. Und wenn du dann Hardware-Tausch machst, wird er definitiv sagen, hier passt was nicht. Okay. Okay, das haben wir als Mac-User ja nicht das Problem. Es ist sogar so schön, dass ich das dann... Das ist ein großer Vorteil für Mac, ganz, ganz klar. Okay, dann sind wir jetzt schon auf Gleichstand. Denn was ich da machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich als Logic-User, ne, ich logge mich ein mit meinem Apple-Account und lade mir das Ding runter. Und
Alles ist gut. Ja, das ist super. Das ist natürlich, weil du hast dieses geschlossene Ökosystem einfach und das erleichtert natürlich wirklich viele Sachen. Ne? Und ein Windows ist ein separater Hersteller. Du hast 1000 verschiedene Hardwarehersteller, die du halt in einen PC reinschmeißen und kombinieren kannst miteinander. Und dementsprechend ist das natürlich etwas problematischer, sag ich mal so. Aber wenn man einmal so ein laufendes System hat und tauscht Komponenten aus, jetzt mal abgesehen vom Mainboard oder so, dann ist es in der Regel kein Problem, einfach die bestehende Windows-Installation weiter zu nutzen. Beim Mac gibt es natürlich mittlerweile schon so ein Problem mit den ganzen, mit der Rechteverwaltung und der Security. Bei dem einen oder anderen Plugin oder Treiber muss man dann die Sicherheitsmechanismen auf tiefster Ebene über Reboot und Klick und Klack so entschärfen, dass das überhaupt zu installieren geht. Irgendwann kann man sich sogar vielleicht vorstellen, dass man nur noch Software aus dem Apple Store installieren kann. Das ist der Vor- und der Nachteil. Und jetzt das nächste Video. Leute, alles dreht sich. CPU-Kühler hat sich gerade wieder abgeschaltet. Braucht es scheinbar noch nicht. Und was haben wir? Wir haben 4 Riegel 16 GB, aktuell noch mit 4800. Das kann ich dann über XMP gleich noch boosten. Wir haben den 13900K, wir haben 64 GB RAM. CPU-Frequenz, CPU ist auf 29 Grad aktuell. Memory-Frequenz 29 Grad, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, das sieht erstmal nicht schlecht aus, aber ich habe doch von Katastrophen, hast du doch erzählt, das läuft doch alles, doch gut. Mhm. Dass der CPU-Lüfter dort nicht geht, das wird sich gleich als ein kleines Problem zeigen. Okay. Kannst ja das nächste Video mal abspielen. Alles da, verstehe. Es geht schon los. Windows 11 wird installiert. Der Rechner noch offen. Erst eine Platte drin, um ihn jetzt nicht unnötig zu verwirren. Wenn das alles installiert ist, fahre ich ihn runter, baue dann, schließe dann noch die anderen SSDs an, die ich habe. Damit die Installation erstmal erfolgreich ist, ist es eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Es muss nicht unbedingt gemacht werden. Aber man will ja nicht die falsche Platte löschen. Also, wir warten. Da müssen wir jetzt noch einen weitergehen, wa? Ja, los geht's. Nächste Episode. Netflix. Durch. So, liebe Leute, es ist alles eingebaut. Ich habe jetzt meine beiden NVMEs aus meinem alten Rechner installiert. Hier war meine C-Platte drauf beim alten Rechner. Das ist jetzt quasi meine neue Native Instruments schnelle Anbindung und auch die SATA-Anschlüsse für die anderen Festplatten. Kleinen Nachteil kann ich euch bisher berichten. Ich höre Spulen fiepen. Das kann nicht von meiner kleinen Grafikkarte hier kommen, denn die war vorher ja schon in meinem Rechner und da hatte ich das nicht. Mal gucken, was passiert, wenn das Ding wieder dann eingebaut ist und zu ist. Und man kann es aber sonst auch über Software-Einstellungen, habe ich schon mal gelesen, das irgendwie umgehen. Das sind irgendwelche in gewissen Frequenzen, Stromspannungen, fangen die an zu fiepen, vibrieren, klingeln, resonieren und das wäre natürlich in einem Tonstudio fatal. Ach man, stell die nicht so also ein. Also ich berichte jetzt weiterhin. Thorsten, berichte du mal Spulenfiepen. So, liebe Leute. Also Spulenfiepen ist ja so ein Gamer-Ding bei Grafikkarten eigentlich. In Software. Thorsten. Genau, richtig. Hatte ich zum Glück bis jetzt noch überhaupt keine Probleme mit. Also in meinen Grafikkarten, die sind leise, ja, so leise, wie es irgendwie geht. Und aber ich habe auch schon diverse Berichte darüber gehört, dass Leute da irgendwie wirklich Probleme kriegen, vor allem wenn die Dinger irgendwie so an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit getrieben werden und dass es dann wirklich nervig sein kann. Ne? Und das ist natürlich gerade für ein Audio-PC ist das, ja, sag ich mal, der Todesstoß. Ne? Also wenn du dann sagst, so, okay, ich hab immer diese beim Mischen diese Frequenz, die ich höre, was ist das? Ja. Und du kriegst es irgendwie mit dem EQ nicht raus und stellst dann irgendwann fest, das macht mein PC, das Geräusch, so, das ist schon blöd. Ich spoiler mal, das war tatsächlich...
Das war tatsächlich so laut, dass ich nehme ja hier genau wie ich hier sitze, manchmal auch meine Demoaufnahmen auf, dass ich im FabFilter EQ sehen konnte, bei welcher Frequenz das Fiepen kommt. Also Scheiße. Das war dann, das kann übel. Das war richtig so. Also das ist sehr hoch, das ist so, ich glaube, das war so bei 6K. Also die Älteren werden sich erinnern, so ungefähr wie so ein Röhrenfernseher gefiept hat. Also so ein unangenehmes, hohes Pfeifen, dass du denkst, du hast einen Tinnitus. Und ja, das war am Ende, ich verrate nicht zu viel, was es dann war. Okay, ich habe das Phänomen auch bei einem Macintosh-Laptop gehabt. Hab den Laptop, glaube ich, bei Saturn gekauft oder Mediamarkt und dann fing der an zu fiepen. Dann habe ich den retourniert, bin runter in den Mac-Laden gegangen in Steglitz und habe gesagt, hier, ich möchte Mac kaufen, aber ihr nehmt ja die Dinger nicht zurück normalerweise, aber wir machen jetzt hier zusammen mal aus, dass wenn der fiept, dann kann ich den doch zurückgeben. Ja, kein Problem. Er fiepte, ich bringe ihn zurück. Nö, wie zurückgeben? Den können wir jetzt einsenden in die Werkstatt oder so. Aber da ich ja ein expressiver, kommunikativer Mensch bin, der sich auch mal aufregen kann, laut, hat man dann beschlossen, dass es für das Unternehmen günstiger ist, wenn sie mir jetzt dann doch diesen kleinen Wunsch erfüllen und das Gerät zurücknehmen. Aber das hatte ich da auch, das ist total ekelig. Damit du bloß nicht den Laden kurz und klein schlägst, ne? Das ist... Ja, genau. Non-Eric. Musik-YouTuber randaliert im Gravestore. Genau. Na, ist ja auch frech, wenn du vorher fragst und sagst, hör mal zu. Also ich hatte mit dem Rechner hier ein Problem, den ich letzte Woche gekauft habe. Wenn ich das hier auch habe, möchte ich das gerne zurückgeben. Und dann wussten die auf einmal nichts mehr von. Ne? Und jetzt sind wir schon auch bei einem Punkt, wo es dann für einen Profi-User eigentlich nicht gut ist, das selbst zu machen. Weil wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Lust nicht, geht man dann zu jemandem wie Digital Audio Networks oder XE Machines aus Hamburg, weil die haben dann ja 5 Motherboards da. Und wenn die was feststellen beim Zusammenbau, dann tauschen die das einfach aus. Und wenn du es kriegst oder wenn du es kriegst und dir fällt es dann auf, kannst du sagen, Leute, da stimmt was nicht, dann hast du diesen Service dann. Und ich hatte dann das Glück, bei mir war es am Ende das Motherboard, dass Amazon das zurückgenommen hat und mir ein neues geschickt hat. Manchmal hört man auch was davon, dass Spulenfiepen nicht als defekt anerkannt wird. Ja. Dann hätte ich ein großes Problem gehabt und das ist jetzt so ein Nachteil auch wieder von den PC-Jungs, die selber bauen und Mädels, weil das natürlich immer ein Restrisiko ist, dann hast du nachher so ein Ding da und du musst dann warten, bis du wieder den Ersatz hast. Klar, logisch. Dann eine Sache, die ich jetzt euch beide nochmal fragen wollte, ist denn das preislich interessant selber zu bauen, weil man dann Geld spart oder macht man das, weil man das dann individueller konfigurieren kann, weil man so eine Konfiguration eben vielleicht nicht bekommt? Thorsten, was machst du? Wie war das bei dir? Also erstmal habe ich für meinen PC sowieso nicht die Welt ausgegeben an Geld. Also insofern, preislich war der sehr attraktiv. Aber wie gesagt, ich brauche ja jetzt auch nicht das absolute High-End-Gerät, weil, wie gesagt, als Tonbandmaschinenersatz braucht man, wie gesagt, nicht den riesen fetten Prozessor und so weiter. Und ja, damals, als ich den gebaut habe, das war kurz vor Covid, hatte ich den Eindruck, dass ich mit einem selbstgebauten PC auf jeden Fall besser fahre, weil er vielleicht günstiger ist, das auf jeden Fall. Aber auch, weil ich für einen PC, selbst wenn ich das gleiche Geld irgendwie oder selbst wenn ich ein bisschen was draufgelegt hätte, man hat halt die Kontrolle, welche Komponenten sind in meinem PC. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, gerade was die Hauptplatine, also das Mainboard angeht, ist es halt essentiell wichtig, darauf zu achten, was möchte ich denn an dem PC überhaupt anschließen? Welche Schnittstellen brauche ich und so weiter? Und das ist halt von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich. Und wenn du einen Fertig-PC kaufst, ja, kann sein, dass der gut funktioniert, alles gut. Aber du hast halt nicht die Garantie, kann das Ding alles, was ich wirklich damit machen möchte. Verstehe.
Ja. Und also soweit ich weiß, war es dann zu der Zeit, als es dann mit Covid losging, und dann ging es ja auch mit der Chipkrise los, die es damals gab. Und Grafikkarten wurden unfassbar teuer, Prozessoren der neuesten Generation wurden unfassbar teuer. Grafikkarten sind im Audio-PC in der Regel nicht das Riesenproblem, aber die Komponenten sind dann so teuer geworden, dass es teilweise halt schon wirklich fertig PCs gab, die dann günstiger waren. Also das muss man immer so von Fall zu Fall entscheiden, was brauche ich genau. Und es gibt aber auch diverse Vergleichsseiten, geizhals.de oder so, wo man zum Beispiel sich einfach angucken kann, wie ist denn da die aktuelle Preislage für die einzelnen Komponenten, was stelle ich mir genau zusammen, gibt es da Angebote, die sind besser oder, und natürlich ist es auch immer eine Frage, das, was Benjamin eben sagte, die Garantiefrage, ne? Und da kann ich durchaus verstehen, dass wenn man sich als einen Rechner Kauf, den man professionell zum Geldverdienen im Prinzip einsetzt, dass man dann eine fertige Kiste da stehen hat, die garantiemäßig auch gut abgedeckt ist, kann ich total nachvollziehen. Also würde ich dann wahrscheinlich in der Situation auch so machen. Also ich würde es, da mal einzuhaken, sagen, wenn du bei Digital Audio Networks ein Audio-PC zusammenbaust, kannst du ja auch viele Sachen anklicken und sagen, was du brauchst, auch an Schnittstellen. Das verbauen die dann. Es ist etwas teurer, aber es ist schon sehr sinnvoll. Ausgewählt auch die Teile. Wenn du aber zum Beispiel, du bist jetzt Musiker und möchtest einen Laptop haben und du gehst in den High-End-Bereich, zahlst du in der Regel 1000 Euro zu viel, weil da immer fette Grafikkarten drin sind. Und da habe ich ja damals, ihr kennt ja das Video höchstwahrscheinlich, eins der Top-Videos, Audio-Laptop vor ein paar Jahren, die wir gemacht haben. Da bin ich ja dann zu Klevo gegangen und habe mir da auch so einen Laptop konfiguriert, weil wir Audio-Leute brauchen eigentlich keine große Grafikkarte. Das war ja auch das große Problem beim Mac Pro Käsereibe. Weil der ja auch für Grafiksachen, also der hatte einfach eine Grafikeinheit, die so speziell war und oversized, du konntest gar nicht sagen, ich will den einfach nur mit der Standard-Grafikkarte, das war nicht konfigurierbar. Und da würde ich dann schon sagen, ist es sinnvoll, dass man genau guckt, was brauche ich, und auch gerade Motherboard zum Beispiel, wie viel SSD-Anschlüsse hat die, wie viel Lanes, da gehen wir ein bisschen tiefer rein, also es gibt Anbindungen an die CPU. Und wenn du zum Beispiel an eine NVMe-Festplatte anschließt, hat die vielleicht 8 Lanes, nimmt dann aber der Grafikkarte Lanes weg. Also die Grafikkarte, da muss man dann quasi in das Blockdiagramm des Motherboards gehen, um zu gucken, also sozusagen die Zuwege. Und wenn, dann hast du zum Beispiel später einen Engpass in der Grafikkarte. Und solche Dinge, wenn man richtig in die Tiefe geht, muss man da auch drauf achten, dass man sich da nicht Bandbreite klaut, weil man irgendwie ein falsches Motherboard oder einen falschen Platz für die SSD ausgewählt hat. Das ist natürlich beim Mac jetzt vollständig anders und deswegen lässt er sich auch so schlecht upgraden, eigentlich gar nicht upgraden, weil das Konzept des Macs, und deswegen ist er auch so stromsparend und so effizient, im Prinzip all diese Sachen, über die Benjamin gerade gesprochen hat, alle auf einem Chip sind. Also da ist der RAM auf einem Chip, die Grafikeinheit auf einem Chip, alles auf einem Chip. Da gibt es keine Kompatibilitätsprobleme, aber eben auch überhaupt keine Möglichkeit, da groß außerhalb der Standardkonfiguration irgendetwas zu machen. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Kommen wir vielleicht schon mal zum nächsten Video. Tag 2, PC-Bau. Gestern war ich schon fleißig am Installieren, das sah alles ganz gut aus, und dann sind zwei Probleme aufgetreten, die ich noch nicht lösen konnte. Das eine ist, die Riegel können ja 6400 MHz, aber beim Aktivieren des sogenannten XMP, also des Overclocking-Profils für den Arbeitsspeicher, ist das Ding abgestürzt und ließ sich dann nur noch über einen BIOS-Flash wieder ermuntern. Problem Nummer 2, ich wollte den über Nacht dann zum Installieren laufen lassen. Der CPU-Kühler hat sich irgendwann ausgeschaltet. Da ist mir aufgefallen, dass ich versehentlich wohl auf den CPU-Optional-Stecker
den Lüfter raufgesteckt hat. Den mache ich jetzt mal auf den originalen CPU-Kühler. Aber irgendwas ist da merkwürdig, weil er wurde ja auch vorher angesteuert. Also es bleibt spannend. Also weil es zu spannend ist, mache ich gleich mal das nächste Video. Unbedingt. Wir bingen mal hier ein bisschen. Ja, weiter. Ja, tatsächlich war es so, dass der Arbeitsspeicher, den ich bestellt hatte, zwar für das Board zugelassen war, aber nur als Zweier-Konfiguration. Und hört ihr das Pfeifen? Vier davon. Und dann hat das XMP, also den Overclocking der Riegel, deswegen habe ich mir extra die 6400er geholt, nicht funktioniert. Auf Anraten eines Freundes habe ich dann also, bin ich jetzt wieder auf zwei Riegel runter, werde die anderen zurückschicken. Und diese G-Skill-Riegel haben zwar nur 6000 MHz, aber auch 64 GB. Und wie ihr seht, bei CPU-Z habe ich jetzt auch die DRAM-Frequenz von 3000 MHz. Das muss man dann verdoppeln, um den Wert wirklich zu haben. Perfekt, Problem gelöst. Top. Problem gelöst. Das war doch easy jetzt. Komm. Ja, das war tatsächlich... Kein Problem. Da hatte ich auch Glück, dass die den auch wieder zurückgenommen haben, die Riegel. Man muss natürlich... Auch nochmal kleiner Tipp. Ich bin da immer zu unvorsichtig. Alles, was man an Verpackung und an Zubehör hat, wirklich ruhig ein paar Tage aufbewahren. Danach kann man es gerne wegschmeißen, weil... Gerade für den Fall, also das schreiben ja auch viele Händler, sie nehmen zurück, wenn da quasi keine Gebrauchsspuren dran sind. Ne? Und wenn du das alles zerrissen hast und Kabel fehlen, irgendwelche Zubehörteile fehlen, also da wirklich aufpassen. Und da gehört übrigens auch der Deckel von dem Prozessor zu, der da automatisch abgesprungen ist, eben, was man im Video sehen konnte, dieser kleine schwarze Deckel. Wenn der fehlt, dann nehmen die meistens das Mainboard nicht zurück. Also das ist... muss man auch drauf achten, das Ding nicht wegschmeißen. Ja. Okay, ja, krass. Während des Auspacken ein kleines Video machen, dass man aufgrund der tückischen Verpackung, also ich habe ja viel getestet und manchmal total verzweifelt, habe gesagt, es kam noch in der Kiste, aber warum passt es jetzt nicht mehr rein? Weil es ist so tricky und hier noch und da. Gucken wir mal, was jetzt hier noch passiert. Ja, jetzt ist ja alles installiert, fast alles. Native Access lädt noch runter. Da kann man natürlich auch sich die Folder auf einer externen Festplatte sichern und später dann übertragen. Ich mache das dann meistens immer noch mal ganz frisch, aber das sind einfach mal 1 TB Daten. Also der Rechner ist jetzt wieder an seinem Platz. Das Spulenfiepen, was ich ja hatte, ist minimal, aber ist eigentlich jetzt nicht mehr zu hören. Ich werde dennoch hier in diesen Spalt nochmal Akustikschaum einbauen, denn durch dieses Rack ist es doch alles schon sehr abgeschirmt. Zum Installieren lässt sich natürlich sagen, es gibt Hersteller, die deutlich besser sind, wie zum Beispiel hier Native Instruments. Und andere Hersteller sind wirklich mit dem ganzen Licensing-Problem und so weiter echt kompliziert. Man muss natürlich auch immer dran denken, wenn man teilweise nur 3 Lizenzen hat und auf dem Laptop was drauf hatte, ist es oft so, dass Lizenzen schon verbraucht sind. Dann muss man die alten Lizenzen deaktivieren, um wieder eine neue Lizenz für die Plugins auf dem neuen Rechner dann zu haben. Ansonsten 2,5 Tage, jetzt läuft alles, das Arbeitsspeicherproblem ist gelöst und bisher sieht alles hervorragend aus. Wow. Jetzt ratet mal, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt jetzt mal einen Tipp abgeben. Welche beiden Plugin-Hersteller haben die beschissenste, Installationsmöglichkeit oder... welche haben die größten Probleme gemacht? Bin mal gespannt. Thorsten, was denkst du? Waves. Yes? Ja. Einer richtig. Auch Probleme mit? Ich hätte auch Waves. Oh, schade. Ich hätte auch Waves genommen. Entschuldigung. Beide einen Punkt. Jetzt nur noch ein. Oh, okay, warte, lass mal überlegen. Steinberg? Nein. Okay. Thorsten, hast du noch einen? Oh, gute Frage. Ich weiß nicht, was du nutzt sonst hauptsächlich auch viel die Fabfilter-Sachen.
Die sind ja eigentlich meiner Erfahrung nach relativ easy zu installieren, ne? Würde ich jetzt nicht sagen, dass die dazugehören. Ja, sonst habe ich. Die habe ich auch ausgeschlossen. Ja. Also ich muss sagen, die meisten Hersteller haben ja so eine Produktportals, sei es jetzt Isotope oder Softube. Das ist total gut gemacht. Du musst einmal so einen Downloader runterladen, gibst deinen Accountnamen ein, dein Passwort, dann weiß der, okay, du hast die und die Plugins. Die werden dir dann auch angezeigt und die lädt er dann runter. Also so wie bei Native Instruments. Das ist eigentlich total gut gemacht. Und es gibt aber manche Hersteller, und das waren in dem Fall Antares. Oh, ich habe von Antares nur diese Harmony Engine, heißt die. Da kann man aus einer Stimme so ein Chor bauen. Und da muss man also irgendeinen Windows-Add-on-Tool-Sicherheits-Capture, dann muss man sich einen Downloader holen, dann hat die Aktivierung nicht funktioniert, ich musste den Support anschreiben, die hatten die Aktivierung, also man hat ja immer nur 2 oder 3 Lizenzen, die du aktivieren kannst. Und wenn du dann mein Laptop und dann mein alter Rechner und wenn du die Lizenz nicht deaktiviert hast, und die konnte man bei Antares nicht deaktivieren, musste ich da mit dem Support reden und haben die den zurückgesetzt und dann habe ich so gedacht, ey Leute, gerade wenn man so viel installiert an einem Tag, kriegst du dann mit, dass manche Hersteller echt den Schuss nicht gehört haben. Ne? Also das kann dann echt nerven. Und Waves, wenn man diesen Update-Plan nicht verfolgt, dass die Plugins immer auf dem neuesten Stand sind, was so viel heißt wie, es hat sich nichts verändert, muss man dann über die alten, also die Plugins, die du zur Zeit von V9 gekauft hast, musst du über den V9 Downloader downloaden, hardwaremäßig, und die von V12, da musst du dir den V12 Downloader runterladen, der lädt aber nur alle Plugins runter und dann hast du irgendwie 1,5 Gigabyte an Plugins, nutzt aber davon nur eins. Und dann musst du noch die V13, weil du ja noch ein V13-Plugin, also da habe ich nur gedacht, also die machen einen das ja extra schwer, damit man diesen Update-Plan macht. Aber da denke ich wieder so, man kann sich's echt auch vergraulen. Sorry für den Rant. Ja, das haben sie ja schon mit verschiedenen Aktionen erfolgreich gemacht. Boah. Weiter geht's. Alter. Das System ist wieder hergestellt und erstaunlicherweise gibt es wirklich kaum Probleme. Ganz wenige Plugins, die noch nicht gefunden wurden. Ich habe mich natürlich bemüht, bei der Neuinstallation immer auch nur die VST3-Sachen zu installieren. Hatte ein bisschen Sorge, dass er vielleicht das ein oder andere Plugin dann nicht zuweisen kann, weil das noch aus VST2 kommt, aber das scheint Cubase bzw. auch die Hersteller gute Dienste geleistet zu haben. Jetzt mein Test. Dieses Projekt hatte Vollauslastung bei meinem alten Rechner. Und wir haben hier jetzt eine gute 50% und die Renderzeit betrug über 5 Minuten. Das testen wir jetzt mal und los geht's. Drei Minuten 40, da pendelt es sich ein. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht, gerade wenn man bedenkt, dass ich natürlich auch einen ziemlich guten, starken Prozessor hatte. Habe gerade auch mal geguckt bei diesem Projekt, jetzt ist der Arbeitsspeicher auch schon mit 23 GB ausgelastet. Also tatsächlich lohnt sich da doch auch ein bisschen mehr. 3 Minuten 20. Also etwas über 1,5 Minuten Renderzeit gewonnen. Ja, ist das jetzt viel? Weiß ich nicht. Müsste ich dir sagen. Also keine Ahnung, ich würd sagen, es ist 2/3 der Zeit ungefähr. Ne? Das ist schon ordentlich. Genau, ein Drittel gespart, 30%. Ne? Und, eben auch den Vorteil, dass er jetzt wieder Headroom hat. Ne? Das heißt also, diese ganzen Nicklichkeiten mit Laufzeiten und mit Plugins und mit Bugs. Und ich habe ja sogar mal auf dem Rechner mitbekommen, wie das Playback, weil es so überlastet war, das Ding einfach langsamer wurde. Oha. Ja, und da wird er ja auch wesentlich heißer dabei, ne? Ohne Fehlermeldung. Halt, desto heißer, desto mehr Stromverbrauch, desto mehr und so weiter und so weiter. Ne? Da hängt halt immer so ein Rattenschwanz dran. Ne? Absolut. Richtig. Wie sieht das denn das? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dieses also Arbeitsspeicher. Kompatibilitätsmäßig? Das war krass. Also ich hatte, ja, gut, dass du das ansprichst. Da hatte ich nämlich echt Sorge, weil ich habe gesagt, ich mache jetzt
Cubase wird ja bald VST2 komplett rausschmeißen. Und dann habe ich einfach wirklich nur noch die VST3 Sachen und die VST3 Plugins werden dann anders, also die installiert man nicht mehr in dem VST Ordner von Steinberg bei Programme, sondern die werden dann auf C irgendwo installiert und werden vom Programm erkannt. Ich hatte aber Sorge, dass er natürlich dann, ich habe ja alte Projekte, wo FabFilter als VST2 Version drin ist, und dass er dann quasi die ganzen Einstellungen nicht übernimmt. Aber ich muss wirklich sagen, großen Respekt an Cubase, Steinberg, auch an die ganzen Hersteller. Da wurde alles wirklich wieder erkannt und wurde wirklich gesagt, ah ja, das ist jetzt von Softube, das ist jetzt der und das waren die Einstellungen. Und das ist wirklich cool, ja. Wirklich toll. Ja. Da muss man ja sowieso sagen, dass generell diese ganzen Nicklichkeiten mit Kompatibilität wirklich auch besser geworden sind. Also ich habe ja schon berichtet, dass auf meinem Mac Mini so viel sofort lief und im Kompatibilitätsmodus unter Rosetta oder eben nativ oder gemischt. Also insgesamt war ich da auch sehr zufrieden mit. Ich glaube, da gibt es jetzt kaum mehr so eine großen Unterschiede zwischen Mac und PC, glaube ich, ne? Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt also mal der Rechner Fiepen, lief, ne? Schon, die Installation ist komplett abgeschlossen. Jetzt haben wir immer noch das Problem des Spulenfiepens. Ich vermute, unter diesem Heatspreader sind ja die Spannungswandler. Und da meine ich, kommt das Geräusch her. Ich mache den mal an. Ich werde auch gleich nochmal vorsichtshalber einmal noch die Lüfter abstecken, um wirklich sicher zu gehen, dass es nicht die Lüfter sind. Denn ich habe das gleiche Board nochmal bestellt in der Hoffnung, und das wird gleich die Operation, dass es einfach nur ein Fabrikationsfehler war und nicht am Board selbst liegt. Wird ein bisschen heikel. Ich muss alles beschriften. Ich muss dem Rechner der C-Platte vorgaukeln. Es handelt sich nach wie vor um den gleichen Rechner. Das soll bei Windows 10 und 11 kein Problem mehr sein. Der zieht sich die Treiber und müsste ganz normal starten. Also, es geht los. Na, das wollen wir jetzt aber sofort binge-mäßig gleich wissen halt, ne? Wie geht's denn weiter in dem Film? So. Ich guck mal, ob ihr das hören könnt. Jetzt piept es. Boah, das ist echt fies. Bah. Tinnitus. Boah, ja, das hat mich echt genervt. Lüfter sind jetzt angehalten. Jetzt gehen sie wieder los. Und da ist das Fiepen. Das ist auch ein guter Hörtest, ne? Ob wir die Frequenzen noch wahrnehmen. Wer das noch hören kann, hat aber nichts mit dem Lüfter zu tun, denn das Fiepen geht an und aus. Ja, und das ändert sich ja meistens auch, wenn du das auf dem Rechner machst, ne? Also, es geht los. Um da kurz einzuhaken, das ist wohl so, dass wenn die, es ist wie eine Resonanz der Spule, die wird ja manchmal in so Energiesparbereiche gesetzt, und da waren auch so ein paar YouTuber, die gesagt haben, ja, man kann beim BIOS das und das, diese Energiemanagement ausschalten, dann ist das Spulenfiepen weg. Das hat bei mir aber nicht geklappt. Also es ist eine gewisse Frequenz wie bei einem Glas, was so einen Resonanzton hat, und das ist ja bei diesen Spulen sehr hoch. Und man kann dem ja nicht Herr werden. Also ich habe dieses Rack, was ich hier vorne habe, wo der Rechner drin ist, das ist ja nach hinten auch offen. Ich habe dann schon überlegt, vielleicht mache ich das dann mit Basotec zu und so, aber dann ist wieder das Abluftproblem. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss es riskieren. Ich habe alles schon installiert. Also wir haben wirklich, der Rechner steht. Der Rechner steht. Und ich habe gesagt, okay, das wird jetzt nochmal heikel. Ich habe jetzt quasi das Motherboard komplett getauscht. Können wir ja mal reingucken. So, die gute Nachricht. Reparatur, wird er sagen. Das Fiepen ist weg. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich Windows fängt, ob er alles erkennt, alle Platten, oder ob er sagt, hier stirbt irgendwas überhaupt nicht, weil er jetzt ein komplett neues Motherboard hat. Sehr spannend. Ist jetzt wahrscheinlich das Lizenzproblem, ne? Oder? Überprüft und repariert. Genau. Der wird sich gleich die ganzen Treiber auch noch... Oh, das sieht gut aus. Schauen mal.
Pin, aha, den Pin hat er noch nicht, den muss ich jetzt neu einrichten. Aha. Alles klar, wir schauen weiter. Okay, was war das jetzt, Benjamin? Also, man gibt am Anfang bei der Windows-Installation einen PIN für sich ein, das, um den Rechner abzusichern. Und das war am Ende des Tages das Einzige, wo er gemeckert hat. Boah, also der hat nur, das ist doch cool. der hat alle Platten auch genau zugeordnet. Also was ist C, was ist D, was ist E, was ist F? Das ist ja enorm wichtig, weil Cubase und Native Instruments wissen schon. Klar. Auf D liegt das, auf C ist das. Und da hatte ich die Pfade auch alle, ne? Genau. Genau, und das soll wohl bei Windows 8 noch ein großes Problem gewesen sein. Da musste man irgendwie BIOS, da muss man im Vorfeld irgendwelche Reparaturgeschichten machen. Und Windows 10 und 11 erkennen zwar, da hat sich was geändert. Ich habe auch bei diesem Motherboard auch wieder dieses BIOS-Flash gemacht. Also, dass ich möglichst dem Betriebssystem sage, es ist alles wie immer. Stress dich nicht. Und bleib ruhig. Das Ende vom Lied war, zum Glück, es ist alles wie immer. Das Glück war, dass es tatsächlich die Spulenfiepen, es hätte ja auch sein können, dass das eine Charge war oder dass es bei allen Boards so ist und dass die einfach sagen, ach, das ist ein Einstiegsboard, das kostet 230 Euro, das fiept dann halt, egal. Das gehört dazu, dann das Fiepen. Dann hätte ich echt ein Problem gehabt, weil dann hätte ich ein anderes Motherboard, das hätte auch funktioniert, aber es hätte vielleicht nicht die ganzen Steckplätze gehabt. Und es ist am Ende alles gut gegangen. Gibt es noch ein letztes Video oder waren das alle? Rainer, sag mal, es hätte noch mal Jod je Jange. War einfach nur den PIN erneut bestätigen über mein Microsoft-Konto. Ansonsten sieht das hier alles gut aus. Das Gigabyte Motherboard checkt jetzt noch Updates, die es gibt. Ich drücke mal auf Check und vielleicht kommt noch das ein oder andere. Ah nee, der hat sich eigentlich schon alles geholt, was er braucht. Das ist ja spannend. Jetzt schauen wir noch mal kurz in die Datenträger, ob die noch so strukturiert sind, wie ich sie vorher hatte. Das sieht gut aus. Hier ist Native Instruments. Natürlich wow. Wieder voll. Also, schau noch mal hier. Lüfter laufen, zumindest der Prozessorlüfter. Gehäuselüfter noch nicht. Die liefen aber gerade. Und das Fiepen ist weg. Damit ist diese Odyssee beendet. Spannend. Arbeitsspeicherprobleme. Lüfterprobleme, Motherboard, Spulenfiepen, jetzt geht die Arbeit weiter. Sehr gut. Zum Lüfterproblem muss ich noch kurz was sagen. Es gibt, also Noctua ist so der österreichische High-End-Hersteller für die Lüfter. Die sind extrem leise und die haben solche Dämpfungsglieder, die man zwischen das Kabel und das Motherboard stecken kann, dass dem Motherboard, also das sozusagen einfach den halben Strom durchlässt. Und gleichzeitig kriegt das Motherboard aber die Information über die Drehzahl. Und scheinbar hat, dadurch, dass das Motherboard, dass das Dämpfungsglied drin war, hat das Motherboard ab einem gewissen Punkt gedacht, da dreht sich nichts. Also es hat es dann quasi abgeschaltet und ich hatte dann plötzlich, ich wollte ja abends rausgehen und das weiter installieren lassen. Der Prozessor war auf 100 Grad. Das Ding hat echt gekocht, weil der CPU, und ich hab einfach gemerkt, dass die Gehäuselüfter so laut wurden, weil der CPU-Lüfter nicht angesprungen ist. Die Lösung war dann, dass dieses Dämpfungsglied, das habe ich rausgenommen. Und dann hat er die richtige Drehzahl erkannt und jetzt ist die Steuerung auch wieder einwandfrei. Also das will ich halt nochmal dazu sagen. Es gibt einfach ein paar Stolpersteine, die auch dazu führen können, dass man Sachen kaputt macht. Ne? Also, sorry. Thorsten, du wolltest auch noch was sagen. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich wollte, glaube ich, einfach nur einen Kommentar loswerden, von wegen schönes, emotionales Staffelfinale war das. Genau. Also wir können das Ganze ja ein bisschen zusammenfassen jetzt. Also wer irgendwelche exotischen
Konfiguration benötigt oder weil es seine Software nur für den PC gibt, was selten ist. Umgekehrt ist es ja leider so, dass der Logic-User keine Wahl mehr hat und sich bei Apple bedienen muss. Wer einen wirklich Rechner braucht, der wirklich am Top der Performance ist, der wird Geld sparen können, wenn er auf den PC umsteigt. Wer grün ist, wird einen Mac kaufen, weil der ja viel weniger Strom verbraucht. Und sonst würde ich sagen, und wer eben einfach auch die Nerven nicht hat, ne, für sowas, ne, der einfach sagt, oh nee, da kriege ich so Stress und dann weiß ich noch mal was kaputt und nee, der sollte sich was von der Stange kaufen und oder diesen komischen Mac kaufen. Ich kann nur sagen, dass ich ja downgegradet bin vom Hackintosh. Mein Mac Mini ist leistungsmäßig auf dem gleichen Niveau zu diesem veralteten i7. Ja. Hast du gut zusammengefasst. Es gibt noch das eine Argument, was wir noch gar nicht erwähnt haben für PC. Man kann spielen! Den PC mit, das haben wir schon erwähnt. Ja, das ist auch sowas Ähnliches, aber man kann den PC natürlich auch noch mit RGB-beleuchteten Komponenten ausstatten. Das ist Die Tankstellen-Tuner. Macht den auch Tankstellen-Tuner. Total. Also da habe ich extrem drauf geachtet. Du kriegst ja fast, wenn du diese guten Arbeitsspeicherriegel kaufst, ja, die guten Modelle haben alle RGB, weil es ist für die Gamer ganz klar, dass die eine Plexiglas, dass die ihren Laptop, ihren Rechner neben sich stehen haben, auf mit der Plexiglasscheibe, mit milchfarbener Flüssigkeitskühlung des Prozessors und natürlich RGB und die ganze Zeit flimmert und flackert ist. Und das ist also echt schwierig. Die Spiele schneller. Ja, also Fall. Wer einen Spoiler am Auto hat, der hat auch eine Wasserkühlung am PC, ne? So ist es da, ja. Genau. Also Wasserkühlung ist auch nochmal so ein Thema. Ich habe das noch nicht mich daran getraut, aber das wäre vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher Audio-User von euch Wasserkühlung nutzt und wie die Erfahrungen da sind. Ich habe mich da noch nicht rangetraut, aber jetzt läuft alles. Und auch gerade diese Sendung wird über diesen tollen neuen PC gestreamt. Und tschüss. Ein Traum. Herzlichen Glückwunsch.